Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Eichner hier aus dem Hause Daydreams Hotel Service. Spreche ich mit dem Herrn Dimitri Bagatov? Ja, richtig, guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Bagatov, Sie hatten vor ein paar Tagen an einem Gewinnspiel teilgenommen, beziehungsweise an einer Umfrage und angegeben, dass Sie sich für Hotelurlaub zum Sparpreis interessieren. Ich habe jetzt hier die Überraschung für Sie. Okay. Herr Bagatov, Sie erhalten von mir 6 Übernachtungen für 2 Personen in Okay. einem Hotel Ihrer Wahl Gewonnen. zum absoluten Sparpreis. Ist so gut wie geschenkt für Ah. einmalig 79 Euro Für für 6 Übernachtungen sechs für zwei Tagen? Personen. Genau. 6 Tagen, 2 Leute, 69 Euro? 79 Euro einmalig, 79. genau. Und wo ist der Ja, also ich. Haken? Werde ich dann gefilmt und bei Internet reinkommen? Bitte? Wo ist der Haken? Werden die mich filmen und bei Internet reinsetzen oder warum ist das so günstig? Nein, 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 keine Sorge. Sie haben jetzt natürlich die Sonderaktion bekommen, also das ist günstiger, als es das normalerweise bei uns gibt. Da, was? Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir jetzt seit 20 Jahren mit Partnerhotels zusammenarbeiten Da. und denen sozusagen garantieren, dass sie keine leerstehenden Hotelzimmer haben, da wir unsere Kunden sozusagen mitbringen. Okay. Und dadurch können wir das so günstig zu besten Konditionen natürlich weitergeben an Sie. Da, Ja? Sie kaufen Restposten in Hotelzimmer und geben günstig weiter. Also Restposten kann man das nicht nennen. Ja, Na wir doch, wenn das versichern leer Ihnen, steht. damit wir bieten das den Hotels an, damit die keine Leerstände haben, also vorweg. Ach Wissen Sie? so, und kann man sich dann Und aussuchen dadurch, oder muss ich jetzt nach Bayern genau. fahren? Sie können sich das aussuchen. Die Gutscheine sind in Deutschland und Europa einzusetzen. Okay. Es stehen Ihnen 2000 Hotels zur Verfügung. Ja, ob das Spanien ist, ob das Italien ist, Frankreich, Deutschland, Sie entscheiden. Na, no. Ja. Frankreich, mehr, jetzt sofort bitte. Ja, sehr schön. Dann mache ich die Unterlagen direkt fertig für Sie, Herr Bagatov. Ja, da muss ich gleich meinen Chef anrufen. Wann kann ich fahren? Das entscheiden Sie alleine. Also Sie würden jetzt von mir die Ach. Hotelgutscheine zugeschickt bekommen? Ich dachte, Sie machen jetzt für mich eine Buchung. Also das machen Sie dann. Ja, also Sie Ach können sich das alles so. selbst raussuchen. Ja, das ist Sie ja. haben auf jeden Ja, können Sie mir empfehlen bei Côte d'Azur? bei Côte d'Azur. Also wie gesagt, wir haben so viele Hotels zur Verfügung. Ich würde Ihnen das wirklich empfehlen, dass Sie sich das auf unserer Website dann anschauen. Ja, wie Wenn heißt Sie die denn? gut. Die heißt Daydream, Tagträume auf Englisch. Gay Dream, warte mal. Alter, warum schickst du mich bei Pornoseite? Bitte? Was soll das? Gay Dream, das Dildo-Versand. Nein, 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 nein. Tag, Day, Dora am Anfang. Scheiße, Entschuldigung. Aber Sie müssen auch mal bei Gay Dream gucken. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich, Daydream. oh mein Gott, jetzt kriege ich aber noch eine Woche extra, weil ich brauche ich Erholung von den Bildern, die habe ich gesehen. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt kennen Sie sich aus mit Computer. Ich muss ich Verlauf löschen, bevor meine Frau nach Hause kommt. Die denkt, ich bin homosexuell geworden. Oh mein Gott. Warte, muss ich gucken, wo ist Dann das? geben Sie ganz schnell Daydreams ein. Kennen Sie bei Google Chrome, wie kann ich das löschen? Ganz oben in der Leiste, Da. bei Na. Verlauf. Wo ist das? Da oben. Genau, also ganz oben in der Leiste, da haben Sie dann Einstellungen, Okay. beziehungsweise steht dann Verlauf löschen. Okay, warte mal. Oder Sie Ey, klicken ganz das, rechts das ist auf nicht, die. das ist nicht, wonach aussieht. Das ist Unfall gewesen. Ja, was guckst du Ah, mich mit ja. schwule Porno an? Was hast du für Probleme? Ich werde deine Frau sagen. Alter, hör auf, das ist wegen Telefon. Ich habe nichts gemacht. Du kannst dich überzeugen. Frag den Frau. Ja, hallo? Hallo, was würden werden, machen Sie Sexy Time bei Telefon? Ich werde seine Nein, Frau nein, sagen. Ich werde seine Frau nein, sagen. Wie nein. Nein, können machen Sie Sie nicht das nicht. sowas Das machen?
Das war ein Missverständnis. Ja, das Missverständnis, dass ich das mitbekommen habe. Das kannst du nicht sowas machen, der hat 3 Kinder. Geh weg, ich werde jetzt mit sie reden. Halt die Klappe. Du brauchst gar nicht so gucken. Ich rufe gleich deine Frau an. Was soll das? Entschuldigung? Sie können nicht sowas machen mit verheiratetem Mann. Das ist nicht in Ordnung. Er hat es falsch verstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Jonathan, der hat gerade heute Geburtstag. Und jetzt muss ich seine Frau sagen, dass der Betrügung verschwinde. Können Sie, was heißt Ihr Firma? Gaydream, wie viel hat der Bestellung machen? Bitte, ich verstehe Sie nicht ganz. Was hat er bei Sie Bestellung machen? Er bekommt Hotelgutscheine von uns. Für Sexshop? Nein! Ist das hier 24 Zoll Doppelpenis? Hat er das bestellt bei Ihnen? Nein, hat er nicht. Oh es geht Gott. Um die Hotelgutscheine. Könnte ich denn weiter mit dem Herrn Dimitri Bagatov sprechen? Ich glaube, der hat gerade andere Probleme. Ich werde das bei deinem Popo reinschieben. Was du Problem? Du hast eine Frau, du Arschloch. Ja, kann ich dafür. Soll ich Ihnen den wiedergeben? Ja, bitte. Oh, du Blöd, was haben Sie gemacht? Mein ganzes Leben geht kaputt. Sagen Sie sowas nicht. Sie haben das doch bloß falsch verstanden. Das ist ein rachsüchtiger Inder. Das ist nicht in Ordnung. Blöd, das war keine Absicht, Mann. Es ist keine Absicht gewesen. Blöd. Ist doch okay. Herr Bagatov, beruhigen Sie sich bitte. Was soll ich beruhigen? Bei meinem Flachbildschirm ist dicke Schwanz zu sehen, aus Plastik. Weil Sie es falsch verstanden haben. Daydream. Oh, blöd. Können Sie mir E-Mails schicken und Erklärung machen? Kann ich das meiner Frau zeigen? Ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse gar nicht. Passen Sie auf, Sie können das doch Ihrer Frau ganz normal erklären, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Oh, das ist ein Problem. Ich habe sowas mal gemacht früher. Okay, also Herr Bagatov, jetzt nochmal zurück zum Thema. Blöd. Es geht um Ihre Hotelgutscheine. Haben Sie Romantik-Hotel, wo kann ich meine Frau hinschicken? Ja. Wo ist das? Das haben wir. Sie können alleine entscheiden, wie gesagt. Ich würde Ihnen jetzt die Unterlagen fertig machen, Herr Bagatov. Ach, und dann bekommen Sie die Hotelgutscheine, den Hotelkatalog und die Auftragsbestätigung und dann können Sie selbst entscheiden, wo es hingeht und wie Ihr Urlaub aussehen soll. Aber nicht, dass ich dann bei so einem Studio lande, wenn sie mich da hinschicken. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wir sind seriös und seit 20 Jahren Experten für regionale Kurzurlaube in Europa. Für anale Kurzurlauben? Ich glaube, Sie haben kein Interesse an den Hotelgutscheinen. Können Sie das nicht einfach direkt sagen? Soll ich Ihnen was mitbestellen? Okay, Herr Bagatov, ich bedanke mich vielmals für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kann ich nachher meiner Frau sagen, das kann die bei Sie anrufen, dass Sie eine Erklärung geben? Natürlich. Ja, wie unter der gleichen Nummer kann man anrufen? Ja. Sehr gut, das muss irgendeine Lösung finden. Herr Bagatov, Sie machen sich lustig über mich, das ist nicht in Ordnung. Aber Sie haben doch nichts gemacht, Herr Bagatov. Nein, ich habe dicke schwarze Penis bei meinem Bildschirm. Weil Sie ein mit Wort zwei Enden. Verstanden haben. Und es ist ein Krümmung, wie ein Bananen. Herr Bagatov, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie's den gut. Werde ich nicht haben, dank Ihnen. Auf Wiederhören. Blöd, ich hab Sie.